Bioshock Infinite Teil 4, das lob ich mir. Das war jetzt aber... Den habe ich mir gerade eben ausgedacht. Unglaublich. Was ich, wie ich das gemacht habe. Seid gegrüßt, Teil 4, Bioshock Infinite. Wir sind im Endspurt mit diesem doch recht eigenwilligen Spiel, würde ich mal sagen. Also im Spiel. Was heißt das ist ein Endspurt? Naja, also im Endspurt dieser kleinen Reihe hier wieder. Oder wollen wir es durchspielen? Was haben wir denn zu verlieren? Das ist jetzt deine große Ankündigung. Das heißt, das heißt kein Platz für andere Spiele erstmal. Ja. Also, ich will ja hier nicht. Wir behalten uns vor, das weiterzuspielen, wenn wir Lust haben. Oh, also, das kommt nicht. Vermutlich nicht. Wir haben ja so viele Spiele schon gehabt, die wir angespielt haben. Weil wir wollen ja auch den Leuten nicht dann den Spaß nehmen. Das machen wir bei Games ohne Gerstensaft. Genau, da nehmen wir euch den Spaß. Nee, ich würde sagen, ja, wir können ja noch vielleicht irgendwann mal noch ein paar weitere Teile dazu machen, aber jetzt erstmal denke ich mir, vier Teile für den Anfang. Ich sag nur, also ich will ja nicht. Ich finde es auch toll. Ich will da nichts versprechen und. Ich will auch nichts versprechen. Ungeholfen sind wir. Hat es aber gerade schon Ansatz gemacht. Ja, das ziehe ich zurück und behaupte das Gegenteil. Also in Teil 4 geht es jetzt erstmal noch weiter. Wir, die letzten guten 25 Minuten, eine halbe Stunde, werden wir euch jetzt noch ein bisschen unterhalten und uns auch selbst, weil wir echt. Hauptsächlich uns. Hauptsächlich uns und dann euch. Wir machen das ja mehr für uns. Wenn noch was übrig bleibt. Genau, wenn noch was übrig bleibt vom Spielspaß. Genau. Deswegen würde ich auch sagen, wir sollten nicht vergessen aufzunehmen und sind ansonsten gleich wieder im Spiel drin. Und zwar genau jetzt. Wir waren vor dieser komischen Gondelstation. Genau. Und da gehen wir jetzt auch rein. Durch die Tür. Betritt die Station. Na, dann bist du mit einem Ladebildschirm, oder? Ja, super. Oh, super. Wir beginnen dieses Spiel mit einem wunderschönen Ladebildschirm mit Musik. Aber die Musik ist schön. Da, 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 da. Du hast Kungstock wusste, dass ich komme, wer hat es ihm gesagt? Die, die mich geschickt haben? Aha, er fragt sich was. Ich brauche eigentlich noch Bier, ne? Brücke. Ach, eine Drücke und halt. Brücke. Brücke. Brücke LT. So, geht weiter. Böser Gegner? Der hat mich noch nicht gesehen. Oh, hallo. Die Typen sind irgendwie auch gruselig. Ja, ja, deshalb habe ich... Hallo, was verkauft ihr mir? Beherrschungshilfe. Kauf mal, wir haben genug. Da, Selbstmord begehen. Oh, Menschen, komm, wir wollen Menschen beherrschen. Annehmen. Si, Senor. Das andere ist zu teuer. Guck doch mal, hier, 1000, noch was. Nur ein bisschen. Ungefähr 1000. Ja. Aber jetzt, Teil, das will ich machen. Oh. Possession now turns machine and man into allies. Und wenn du es wahrscheinlich gedrückt hältst, dann... Genau. Aha. Toll, toll, toll. Wir können also auch Fallen stellen mit unserem Zauber, Hokus Pokus. Was macht kauft der andere? Hokus Pokus. Der verkauft Gesundheit und so. Brauchen wir das? Guck mal bitte. Brauchen wir Munition? Ah, hier, das kommt ein bisschen. Eine und eine. Und los, okay. Ja. Und weiter geht's. Und dann probieren wir es gleich mal aus. Da vorne machen wir jetzt Dollar-Bill und Vent. Veni, Vidi, Vigor. Ach ja, oh. Veni, Vidi, Vigor. Oh, sehr schön. Toll. Wollen wir irgendwo lang gehen? Na, da wo die Schmutzfüße sind, das wir sie beherrschen können. Die Schmutzfüße. Da ist er doch. Kann ich hier sehen. Okay. War keine große Hilfe. Wir hätten uns den Schwächsten aussuchen sollen. Den da, der ist so. Punkt, schützt immer gut. Ja. Du hast keine Salze mehr. Denk dran, das geht dann auch wieder. Silberigel. Du bist ein echter Kämpfer. Ja, Regel. Sie haben es kaputt geschossen. Das ist auch gut. Sie haben das Geschütz kaputt geschossen. Dabei ist ja. Du hast nicht genug Salze für diese Kraft. Ja, komm hier, Hero, Mensch. Gesundheit voll, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay. Na, du hättest ein Schild was. Ah ja, natürlich. Wir haben es ja ein bisschen ausgebaut. Komm hier. Hier, nein. Oh. Aber ich habe nicht genug Salz. Ich wollte ihn eigentlich mal herrschen.
doch! Aber wirklich sauber um hier rumgeschossen. Ja. Ist gar nicht dieses Handling. Ah, das war doch nur mein Ziel. Brenn ist und dann noch so ein. Ja, also das ist schon böse. Hast du ihm gerade den Kopf vom Hals gehauen? Vom Schädel, Kopf vom Schädel. Ich will Salz. Echter Rhetoriker bin ich. Jetzt auf die überhitzt, wie du siehst. Ja? Da sind noch ein paar mehr Gegner. Da, Salz! Ha! Jetzt kommt Meier hier, Freunde. Das ist aber der Krähenschwamm, den du jetzt ausgewählt hast. Warum? Weil es da schon steht. Ich bin wohl. So, guck mal, da kann ich nicht. Den Tag, an dem du mich getroffen hast, verflucht. Welcher Tag war das denn? Wenn das jetzt der letzte Gegner war, war das natürlich super. Ja. Ja, nicht. Ja, irgendwann ne, geht's ja wieder. Nein, nein, die bringt sich dann um. Will ich auch nicht verpassen. Ich will all meinen Willen! Okay. Okay, das ist echt. Nichts also, für Kinder. Nee, wirklich nicht. Also möchte ich auch nochmal ganz, ganz deutlich jetzt hier hervorheben. Das Spiel ist wirklich ab 18 und es sollte auch wirklich nur von solchen gespielt werden. Und vor allem, ich würde sogar so weit gehen, rechtlich gesehen können es 18-Jährige spielen, aber wenn du dir die heutzutage, also das klingt jetzt sehr altklug, aber... Ach, diese Jugend genau, von heute. Genau, die Jugend von heute. So guckst, ja, stehe ich eigentlich schon wieder? Nee. Ja, doch. Ja, Hier, da war hier nochmal der falsche... The False Shepherd. Das hier, ja, das bist du. From, nee, was? Steht da? Ja, erst hier sagen, hier war. The tower protects the land from the false shepherd. Du bist nämlich der falsche Shepherd. Und wo ist jetzt dieser Tower, von dem immer alle reden? Du gehst jetzt mal hier. Geh um die Ecke. Ja, das ist dieser Engel, dieser große, riesige Engel auf Monument Island. Vielleicht müssen wir deshalb dahin. Richtig, weil da wahrscheinlich dann auch Silber Dollar. Heißt nicht Dollar, ne? Wie heißt das? Silber Eagle. Das ist der Eagle, richtig. Der silberne Igel für alle nicht englischsprachigen. Das ist Englisch for Runaways hier. Genau, Englisch für Reingefallene. Für Fortgeschrittene war das noch. Oh, was hier? Orange! Silber Igel! So, jetzt geht's aber weiter hier. Zack. Durch diese Tür. Oh, jetzt können wir als erstes mal an diesen... Oh, wollen wir noch was einkaufen? Wir gucken mal hier bei Vini Vidi Vigor. Ne, das können wir ja nicht kaufen, weil war ja zu teuer. Das ist ja doof. Was hast du denn gedacht, was wir jetzt aufnehmen? Aber zum Beispiel hier Salz wäre halt gut, ne? Genau. Mehr nicht. Was wolltest du sagen? Jetzt fahren wir das erste Mal an diesen mit unserem Haken, den ah, wir haben. Ah, Le Gondel. Ist hier noch ein Gegner? Das sieht aus wie ein Geschütz, was da vorne steht. Ja? Kannst du einen? Nee. Ah, nee, das ist nur so. Warum sind jetzt bei denen nicht? Die Skylines, huh? Diese Dinger, mit denen die Cops da vorhin bei der Verlosung ankamen. Das Ding. Ja, ich weiß. Aber man kann doch noch im Mülleimer wühlen. Oh, das war so. Ein Sandwich. Diese Linie geht nach Monument Island. Mal probieren. Silber Dollar. Silber Igel, meine ich. So, jetzt komm. Das sieht schon sehr beeindruckend aus, oder? Ja, ist hübsch. Von hier aus komme ich an die Skyline ran. Na los, er sagt es doch schon fünfmal. Ja. Und los. Hui! Oh. Eine wilde Fahrt beginnt. Oh. Wo geht's denn hier lang? Kann ich auch auf die andere? Ich will auf die andere. Jetzt geht aber weg hier. Ich will. Sind die da wieder weg? Genau.
Burn, Baby, burn. So, was ist hier Schönes? Monumental Maintenance, genau. Soll ich hier runter? Was? Finde ein. Was? Machen wir, genau. Nutze die Skype Monument, Bubblebubs zu erreichen. Was ist denn hier? Hast du es gesehen? Nein. Das ist für die Orientierung. Hui, das ist ja toll. Also musst du doch weiter. Okay. Aber du musst wahrscheinlich die erst irgendwie. Diese Box da aus dem Weg räumen, ja, genau. Warum fahr ich nicht einfach mit so einer Box? Oder wie noch so ein Voxbox? Voxophon? Warum nennt ihr das nicht Voxbox? Genau, jetzt heißt das weg. Keine Ahnung. Warum ist das so? Weil es ein Phon ist. Aber es ist doch eine Box. Das ist kein Phon, ne? Es ist keine Box. War ein bisschen gepokert. Also, okay, ich sehe mal, wo lang geht. Schlecht. Ja. Auf die Plattform. Was hat der denn gar nichts gemacht? Mach mal. Hey, ich konnte ihn doch gerade durchsuchen. Mist. Was erwartest du von einem Anarchisten? Fitzroy hat sie abgerichtet wie Hunde. Die gehen auf den Hals. Aha, die bösen Scherben. Besetz mal einen hier. Was? Achso, du meinst mit unserer tollen Fähigkeit. Genau, das ist... Und los geht's. Liebe. Ich hätte eine Hüfte machen. Hat er doch, aber er hat sie erst zu spät gezogen. Wie ist das? Eine habe ich. Ich hätte eher den da oben genommen. Auch also clever, ne? Aber, okay. Aber hey. Du kannst zumindest den Haken dann greifen, wenn er da oben hin will. Du musst wahrscheinlich muss. Welchen? Den. Ja. Scheiße. Ich wollte extra oben bleiben, damit ich. Oben ist noch alles geil. Wenn ich irgendwie hier höher raufkäme, käme ich wohl ran. Irgendwo höher rauf. Naja, auf den Balkon musst du. Ja, Balkon. Toll, toll, toll. Schauen wir uns mal hier an. Was? Toll, schön Munition sammeln. Ist schon ganz lustig eigentlich so. Hier ist ein Haken. Genau, und um dem Haken musst du dann entweder dahin oder halt, ich würde eher auf die Skyline wieder, dass du da weiter kannst. Aber erstmal gucken, was hier drin ist. Hab ich das genommen? Silber hier. Wer hat denn da seine Schlüpfer nicht weggeräumt? Silver Igel. Ey, wie du manchmal, wie du durch die Welt steuerst, weißt du wirklich, wie so mit dem gesenkten Kopf die ganze Zeit. Oh, guck mal, eine Hand. Jetzt habe ich nicht gelesen, was wir machen. Egal. Ich habe Silver Igel gesucht. Du willst doch nur trinken. Jetzt ist doch das Bier alle. Das ist toll hingekriegt. Das habe ich. Ich einfach eine mit dem Schlüssel. Nee, wie heißt das Ding? Skyhook. Skyhook. Captain Hook. Salz. Hier muss ich nämlich hin. Ah. Und greifen. Und greifen. Und greifen. Stimmt, jetzt ist das. Da hast du aber echt hochgepokert. Trete zurück! Ah! Und Skyline-Angriff. Oh, das war sehr gut. Ne? Wie ich das gemacht habe? Das war fett!
Ja, oder? Das war richtig fett. Das hätte ich geplant. Ach, was du nicht hast? Absolut nicht. Dafür blieb mir viel zu wenig Zeit. Dafür kann ich jetzt auch nicht die Leute einsammeln hier. Das ist ja blöd. Das war bestimmt geskriptet. Ich denke mal auch, ja. Wollte ich schon Lob aussprechen. Pustekuchen. Sei nicht zu voreilig damit. Durch die Tür. Le Tür. Oh. Au Prophet. Will nicht stören. Einen besetzen. Vielleicht einen hier beherrschen. Ich muss auf aufs Dach und diese Skyline nach Monument Island nehmen. Da habe ich das eine. Kommst du? Oder? Soll ich einen besetzen? Sieht nicht so aus, als könntest du mit denen irgendwie. Machen die was? Sind das böse? Die beten gerade. Ja, ist das was? Ich versuche mal. Knopf da vorne drücken. Ups. Okay. Ja. Tja, das tut mir leid, Kollege. Nimm's nicht so schwer. Alles wird gut. Hebel betätigen, bitte. Ja, tschüss, Sikorski. Ich weiß, was du hier willst, falscher Hirte. Ich sehe jede Sünde, die deine Seele verfinstert. Wounded Knee. Die Pinkertons. Ja. Alkohol, Glücksspiel und natürlich... Das ist ja wohl der langsamste Fahrstuhl, der ist in irgendeinem... Und jetzt, um die Schuld zu tilgen, willst du mein Lamm rauben. Doch nicht jede Schuld lässt sich tilgen. Bocca. Du kennst mich nicht, Kumpel. Die Prophetie ist mein Beruf, Mr. DeWitt. So wie Blut der Ihre ist. Wissen Sie, warum diese Männer für mich sterben? Ich habe ihnen eine ruhmreiche Zukunft vorausgesagt. Und so sind sie zufrieden. Aber diese was führt sie nach Columbia, Booker? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld? Das führt zu Blutvergießen, DeWitt. Aber so endet es ja immer, nicht? Es endet immer mit Blutvergießen. Wenn wir hochgeklettert wären. Du willst mein Lamm auf Abwege führen, aber dein Stab ist krumm und dein Pfad gewunden. Geh zurück in das Sodom, aus dem du kamst. Geh zurück! Nein, das ist ja gut. Ach du Scheiße. Der Bock ist zu blöd. Ja, schön, dass alles in Ordnung. Ich habe wieder den Kopf herumgehandelt. Er hat gerade so laut gesprochen. Oh, grob abgestreut. Oh, ganz grob. Cool. Aber ich kann ja meine Scherben für mich arbeiten lassen. Was ist da los? Okay. Er schlägt sich selbst. Warum schlägst du dich selbst? Warum schlägst du dich selbst? Hör auf, dich selbst zu schlagen. Geil. Oh Gott. Der Klassiker, herrlich. Ich muss die Steuerung nach Monument Island zu kommen. Soll ich die Tür, ne? Für die Steuerung des Zeppelins. Ist das die Steuerung? Das Zeppelin sieht für die Steuerung aus, aber ist nicht. Wir müssen ins Cockpit. Was ist denn hier? Ja, ein großer, freier Raum. Da sieht aus, als würde es der Star. Dann gehen wir mal durch diese Tür, Philipp. Oh Gott, wer ist das denn? Hallo. Störe ich? Sie betet wieder, den Propheten. Ich bin's, drüber. Ich sehe schon ein Kommode. Wer ist denn da? Er ist wo? Ne, auf dem. Die war nämlich auch irgendwo noch die ganze Zeit abgebildet. Ist das wahrscheinlich deine Frau? Was? Wo war die abgebildet? Na, die, ganz viele solche Porträts gab es von der. Keine Sorge, ich tue dir schon nichts. Faser. Was? Ich war jetzt gerade. Faser kommt da. Ich war jetzt gerade entsetzt über deine. Oh. Okay, ich krieg das Ding schon irgendwie flatt. Oh Gott, was ist hier los? Vergibt alles. Ach, da ist er. Aber ich bin nur ein Prophet. Ich muss nicht vergeben.
Amen. Dann drücke ich ihn einfach auf Feuer und oder so. Oh. Oh Gott. Himmel! Oh. Aua! Ich glaube, ich muss hier raus. Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Aber hier kann ich doch nicht. Ah, das ist cool. Was ist das? Schub, anvisieren, ich kann das ja gar nicht verlassen, angreifen, umkehren. Ich kann umkehren. L. Umkehren wäre gut. Da unten. Nein, ich will. Aber was sind das für Tasten? Ich kann es. Na egal. Oh, hier darf ich nicht vorbei. Egal. So, jetzt sind wir endlich auf dem Monument Island. Ja? Ja. Toll. Was ist denn hier? Das ist ein leerer Raum. Please mind the gap. Toll. So, dann kaufen wir mal die Kollegen hier ein. Wir brauchen eigentlich nichts. Außer Munition, würde ich mal sagen. Salz! Munition brauchen wir nicht mehr. Toll. Aber wir haben ein Verkaufsautomat, warum fühlen wir dich im Müll? Sehen wir da? Du hast nichts mehr drin. Oh, blöd. Und damit ist unser Biervorrat für diese. Ich wusste nicht, dass wir so viele Silber-Events finden. Hast du schön gesagt. Aber das stimmt. Komisch. Dann gehen wir jetzt durch die Tür. Komm, die Leute wollen was sehen. Dann gehen wir zwischen die Tür. Auch ohne Gerstensaft leider, aber wir hören deswegen nicht auf zu spielen. Wovor hatten diese Leute solche Angst? Es erschien mir nicht der richtige Ort, um ein Mädchen festzuhalten. Wovor hatten diese Leute solche Angst? Multikulti, sag ich mal. Einfach so salopp. So, hätte man Monument Island. Monument Island. Ah, da ist es. Ist immer noch so weit weg. Monument Island. Finde das Mädchen. Ich möchte bloß wissen, wieso man sich hier einsperrt. Kaution. Dosett. Finde einen Weg da rein. Also man muss quasi Kaution bezahlen, um auf das Klosett zu kommen. Mhm. Oh Gott. Ich wünschte, wir hätten noch Bier für diesen schlechten Wortwitz. Haben wir aber nicht. Schade. Okay. Ich gebe auf. Wo muss ich denn lang? Ich muss bestimmt irgendwas ganz Verrücktes machen. Ich glaube nicht. Da ist ein Hang. Ah, ich hab's erkannt. Was ruft der immer? Na. Das ist ja ein Stuhl. Das ist ja ein Stuhl. Hier hat er auch lange keiner mehr aufgeräumt, ne? Voxophon. Und der Monet. Ich will das mal abspielen. Ich schätze, selbst in einer gesicherten Abteilung brauchen die weißen Jungs einen, der die Böden schrubbt. Diese ganzen Politiker und Wissenschaftler achten nicht darauf, was sie in meiner Gegenwart sagen, weil ich ja nur ein dummer Farbiger bin. Aber ich merke, dass sie eine Höllenangst haben vor dem Ding, das sie da oben eingesperrt haben. Ja, sie haben einen Tiger am Schwanz gepackt und jetzt wissen sie nicht, ob sie ihn festhalten sollen oder weglaufen. Es geht also wirklich um die... Elizabeth. Die ist ganz wichtig. Ich meine, ich meine Rassenproblematik. Auch. Das stimmt. Was hast du? H1. Ah, also geht's wirklich um die Elizabeth? Guck mal hier. Also die haben wahrscheinlich darüber... Die haben die schon eine Weile dort und... Ist sie jetzt 17? Weiß ich nicht, vielleicht ist sie auch älter. Na komm, Elizabeth wollen wir aber heute noch. Also, mach mal so wie bei Hitman. Wir spielen bis Elizabeth. Wir,
Miss Elizabeth auf jeden Fall. Ich will sehen, was an der dran ist. Nee, ich glaube nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Siphon Passive. Ja, gut. Die gut sind. H11 Poetry Book, was ist das andere? H4 Companion. Und H13. Na, wir kommen nicht durch die Blitze durch. Nehme ich mal einfach mal an. Diese Blitze. Warum nicht? Du kannst es mal probieren, mal schauen, was passiert. Klar kommen wir da durch. Du wärst jetzt davor stehen geblieben. Ja, ohne Spaß. Ich hätte es nicht. Ach, nicht mit mir hier. No risk, no fun. Das ist mein Motto. Genau. Das Beste. Dangerous. Ah, hier bin ich richtig. Mein Name ist Hans und das L steht für Gefahr. Okay. Also das hat jetzt schon sehr was von Bioshock. Pizza. Also vom ersten. Weil da keiner ist? Nee, weil da war ja auch dieser, am Anfang dieser verrückte Doktor. Ich weiß es nicht. Das ist so... Schon wieder von ihm hier, von dem Hausmeister. Gesundheit voll. Salz nehmen wir noch mit. Oh, hier. Salz ist auch voll. Mhm. Oh. Verdammt, was machen die mit ihr? Wieder in den Stuhl setzen. Mhm. Nein, ich glaube, es geht nicht. Nee, nee. Da meldet sich der Timer. Aber ich sage, wir spielen noch so lange, wie gesagt, bis... Bis Elizabeth. Der Elizabeth. Elizabeth. Wir können auch einfach sagen, wir spielen noch so viele Teile, bis wir den Griff sehen. Weiß ja nicht. Ich glaube, wir schaffen es in diesem Teil. Weißt du? Ja. Ich glaube, wir sind relativ nah. Du weißt nicht, wie ich spiele. Ja, du bist wirklich, also in Bildern denkst du jetzt nicht so. Aber dann, ich habe andere Sorgen. Oh, guck mal hier. Hell. Do not approach... Was? Facility unsafe. Hier vom Erlöser persönlich, ein Vox Populi, Vox. Müssen wir ganz kurz den kompletten Ton reinmachen, nur so zum Vergleich. Diese riesigen Boxen, das finde ich cool. Das ist schon ganz schön... Do not touch the specimen. The was? The specimen. Spezimen. So, lass es einfach mal wieder einen Knopf drücken. Was erwartet uns jetzt, Philipp? Ich denke mal, jetzt kommt Elizabeth. Jetzt kommt Elizabeth. Elizabeth. Das ist schon krass, wie die Musik jetzt auf einmal aufgehört hat. Ich will nicht. Ach, Atmosphäre. Und es geht uns wieder gut. Ah, jetzt haben wir sie in verschiedenen Umgebungen, wurde sie hier beobachtet, wahrscheinlich. Krass. Oh. Das ist aber. Was ist denn das? Testsubjekt Tracker aktivieren. Grissom. Da müssen wir hin. Also, wir sind auf dem... Okay, ich glaube wirklich, dass wir sie jetzt gleich sehen. Das Mädchen. Ich habe jetzt schon so ein bisschen Angst. Echt? Nein! Hab ich dich erwischt. Ich habe gerade keine Angst. Oh Gott. Liebe betätigen kannst du. Ich esse das mal Popcorn. Und trinke ein bisschen Kaffee. Und betätige den Hebel. Okay. Da ist das Spiegel. Hallo. Denkst du, das ist ein Spiegel, ne? Pusteboden. Ach, hat sich am Papier geschnitten. Ah, Paris.
die Beine. Okay. Du musst es wieder aktivieren. Jetzt ist es in Dining Room. Andere Richtung. Puh. Was erwartet uns wohl? Ich bin gespannt. Vor allem, was verbirgt sich denn da? Warum wird die überwacht in so einer Einrichtung, wo wirklich alles. Da ist er. Quiet. My specimen is present. Was ist? Was war das? Okay, das ist krass. Was immer das war. Es hat nichts mit meinem Job hier zu tun. Oh. Das ist krass. Okay. Soll ich weiterspielen? Zählt das? Nein, das geht schon. Zählt das eigentlich als Lückenbuch gesehen? Ich glaube, wenn wir ist uns nicht feindselig gesonnen. Meinst du? Nee, kann ich mir, glaube ich, nicht vorstellen. Was macht dieses Mädchen so anders? Ich vermute, es hat weniger damit zu tun, was sie ist, als damit, was sie nicht ist. Ein kleiner Teil von ihr bleibt dort, wo sie herkam. Es scheint, das Universum mag keine Vermischungen. Ja. Den Tracker. Bibliothek. So viel übrigens zu den Schlauch. Ja, klar. Oh, was soll ich die Bücher rein? Heilige Scheiße. Okay, ich schaff das. Jo, wir schaffen es auch. Guck mal hier. Das, sie wohnt in dieser Statue. Toll. Ist ganz hübsch eigentlich. Das ist schon krass. Also, gut ab vor den Art-Designern bei Irrational Games. Fuß, Boden und Wand. Lass mich halt. Das ist das Wichtigste. Hallo. Hey! Ich mach mich zu. Aua! Hörst du jetzt auf? Ich tue dir doch nichts. Wer sind Sie? Mein Name ist DeWitt. Ich bin ein Freund. Ich soll dich hier rausholen. Gehen Sie weg! Oh. Sind Sie echt? Ziemlich echt sogar. Warum fehlt ihr ein Finger? Sie müssen gehen. Warum? Er darf sie auf keinen Fall hier sehen. Kleinen Moment noch, ich zieh mich gerade an. Ich kann dich hier rausbringen. Man kommt hier nicht raus, glauben Sie mir. Ich hab's versucht. Jetzt warte doch, es reicht. Wie bist du damit? Was ist das? Ah, dafür ist der Schlüssel. Was soll ich? Den du aufgenommen hast vor ein paar Teilen. Meinst du? Na klar. Ich glaube. Er kommt. Oder war der in dem Kasten drin, den du ganz am Anfang gekriegt hast? Genau. Ich glaube eher das. Weil das einfach mal eher eine Nebenquest. Da kann man auch extra einen Text zu einer Nebenquest. So kommen wir raus. Ah. Ja, super, du blöde Kuh. Mach halt die Tür auf. Der die einfach so ab. Ne? Glaubst du das? Okay, wir machen noch so weit, bis wir mit dir eigentlich gekommen sind. Ich denke mal, das dauert nicht mehr so lange. Meinst du? Ja. Nein, das kann ich mal vorstellen. Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Okay, warum bricht jetzt alles auseinander? Da kommen Sie! Das kommt wohl gerade an. Ja, das ist schon so. Oh Gott, das ist so. What the fuck? Schnell! Es scheint etwas größer zu sein, als
man es üblicherweise. Hol den Aufzug! Ich glaube, da kommst du auch mit deiner Pistole jetzt nicht so weit. Drück den Knopf! Dann habe ich ja noch die Maschinenpistole. Drück halt! Hast du schon. Was ist denn hier los? Die haben mich beobachtet? Die ganze Zeit? Warum? Warum hat man mich hier reingesteckt? Was bin ich? Stimmungskiller Dominik! Du bist das Mädchen, das aus diesem Turm hier rauskommt! Okay. Schieß auf ihn! Mach ihn platt! Da lang! Oder? Was? Wieder der war drin an dem. Wir müssen weiter! Das Gebäude auseinander! Sei vorsichtig, Elisabeth! Nicht jetzt! Sie wurden 1000 Jahre lang beobachtet und fragten sich, woher sie ihren Namen. Ey, du bist echt der Schlechteste! Wie langsam du die Treppen hochläufst! Tja, was denn? Was hast du gesagt? Was hat er gesagt? Lass mich mal. Achso. Ja, und dann haut sie. Ja, super. Mach halt so. Hä? Ja, da geht's leider wirklich lang. Okay, das ist nicht gut. Solche großen Schatten sind nie gut. Die sind jetzt aber ganz. Okay. Krass. Das ist krass. Das ist echt. Was ist denn hier los jetzt? Guck mal, was sind da so? Ich glaube, man eh reinfallen wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht, ne. Apropos, was ist denn auch hier gemacht? Ist das. Wow, was hängt sie immer noch mit dran? Ich hoffe es doch. Ich habe dich nachgesehen, keine Ahnung. Boah, bestimmt. Wo soll sie hin sein? Ich glaube, er geht gerade eigentlich in die Brüche. Ja. Und? Ja. So, oh. Ja, so viel dazu. Ich glaube, er hängt sie nicht mehr mit dran. Den Grund rauszufinden, was. Hä? Ist das Ende? Oh. What the fuck? Das ist ein riesiger Vogel. What the fuck? Das ist ein riesiger Vogel! Oh. Okay, der Wasserdruck bekommt ihn nicht so. Oh, uns auch nicht. Okay, Warte. Aber hier? Ja. Oder? Wir gucken uns das noch an und dann. Bringen Sie uns das Mädchen und tilgen Sie die Schuld. Hier können wir passen. Würde ich sagen. Mit dem Bild. Achso, mit. Was wollt ihr von ihr? Diesem Bild. Eine Abmachung. Sagt mir, was ihr von ihr wollt. Mit diesem Bild. Da muss ich Stopp drücken, ne? Okay. Das war interessant. Das war sehr interessant. Ja, liebe Freunde, wie wir es jetzt in letzter Zeit immer machen, der letzte Teil ist immer ein bisschen länger. Irgendwie. Also bei Hitman jetzt auch schon so, aber. Ich meine, das soll ja nicht euer Schaden sein, sage ich mal. Nee, unserer auch nicht. Unserer auch nicht. Also wir hatten jetzt. Das ergibt sich. Also ich bin jetzt echt angefixt. Eigentlich will ich jetzt gleich weiterspielen. Darfst aber nicht, haha. Weil vielleicht spielen wir es doch weiter. Vielleicht noch mal. Vielleicht noch mal vier Teile? Was sagt ihr? Könnt ihr in die Comments schreiben. Schreibt es in die Kommentare. Gut, ne? Hast du gut gemacht. Hast du sehr gut gemacht. So. Also schreibt in die Kommentare, wenn ihr sehen wollt, ob wir weiter uns in Bioshock Infinite stürzen sollen. Ich finde es interessant, was da passiert. Vor allem, wir wissen ja eigentlich noch gar nichts. Was ist mit Elizabeth? Was ist dieser riesige Vogel-Papagei-Gedöns? Weiß es nicht. Was hat diese ganze Welt überhaupt auf sich? Und warum geht es jetzt kaputt? Hatte ich angespuckt, tut mir leid. Fragen über Fragen, ob ihr die Antworten in Teil 5 bekommt. Man weiß es nicht. Wir werden es sehen. Ansonsten, liebe Freunde, bleibt weiter uns erhalten auf dem Channel.
Vergesst nicht, immer dienstags Games ohne Gerstensaft und am Donnerstag die Wundertüte. Also eine von den vielen Rubriken, die wir haben. Als nächstes wieder was Schönes? Bestimmt. Was Schönes, was super. Schaut mal rein. Es wird interessant. In dem Sinne, liebe Freunde, gehabt euch wohl. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Games und Gerstensaft. Genau. Wir sehen uns. Tschüss.